Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Abenteuer Brettspiele. Ja, diesmal mit einem nicht ganz so brandneuen Spiel, denn Pioneers von Queen Games ist bereits auf der letzten Spiel 2017 erschienen. Kam aber gut an. Ich habe auch in den letzten Monaten viel Gutes über Pioneers gehört und hatte jetzt Gelegenheit, ein Rezensionsexemplar vom Verlag zu bekommen. Und die Chance habe ich natürlich gerne wahrgenommen und möchte mir jetzt dieses Spiel, das uns in den wilden Westen führt, sozusagen in die USA, wo wir halt versuchen, mit Postkutschen das Land zu erschließen. Ja, mir das mal anzuschauen, zumindest erstmal anzuschauen, was in der Box drin ist. Und in diesem Unboxing-Video eben mal zu schauen, welches Material dabei ist und wie das so grundsätzlich aussieht. Zum wilden Westen oder generell dem Thema habe ich ein durchaus gespaltenes Verhältnis. Sicherlich sind die Zeiten, wo man da so groß drauf stand, sicherlich vorbei. Da war man eher, als man jünger war. Dennoch, also wenn das gut gemacht ist und das Thema gut umgesetzt wurde, auf Landkarten oder generell kartenbasierte Spiele stehe ich ja sowieso. Und das sieht auch insgesamt ganz hübsch aus. Und dann schauen wir einfach mal jetzt in die Box, die natürlich noch verschweißt ist. Und wo ich dann immer wieder schauen muss, dass ich hier rankomme. Das sieht aber ganz gut aus. Ja, dann machen wir das mal auf. Vom Gewicht her ist okay. Also schon einiges drin, aber jetzt auch nicht übermäßig schwer. Ja, und dann fallen uns als erstes diverse Holzteile in den Schoß. Da ist dann eine Pferdekutsche zum Beispiel dabei. Aber auch diverse andere Marker. Dann haben wir hier eine ganze Menge Personen, die wir, soweit ich es mitbekommen habe, in diesem Spiel vom Mechanismus her ja unterwegs absetzen in den einzelnen Stationen auf der Karte. Ganz nette kleine Meeples. Dann haben wir hier die Regeln, einmal auf Englisch, auf Französisch und auf Deutsch. Und wenn man sich das anschaut, 8 Seiten Regeln, wobei auch ja erstmal hier die Inhalte, der überhaupt was dabei ist, dann hier der Spielaufbau und dann kommen eigentlich erst die eigentlichen Regeln und die sind auf insgesamt ja, 4 Seiten erklärt und am Ende dann noch das Spielende und die Endwertung. Das scheint also von der Komplexität her ein Spiel zu sein, welches durchaus Familienniveau hat und jetzt nicht zu allgemein zu komplex ist. Man sieht auch hier 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren. Also das ist durchaus etwas, was natürlich auch in meiner Familie dann sehr gut auf den Tisch kommen kann. Dann haben wir hier ja, die Karte. Und die ist natürlich sehr groß und gut lesbar, was ich schon mal auf jeden Fall gut finde. Und ja, so nett mit so einer kleinen Illustration da oben drauf und wie so eine Landkarte gestaltet, wo man auch hier so eine Feder liegen hat, Schreibfeder. Und wo dann die einzelnen Stationen, die man ja erreichen kann, in solchen ja, Verbindungen dann auch abgebildet sind. Die Karte ist an sich jetzt nicht so wahnsinnig natürlich thematisch, weil man hier nirgendwo in irgendeiner Form Orte direkt drauf hat oder ähnliches. Aber natürlich sieht man, dass es Amerika ist und also Nordamerika. Und dann, ja, ansonsten hier an der Seite fällt hier ein bisschen negativ aus, so die Überklebung, die man hier teilweise sieht, weil sie nicht ganz genau ist an den Bereichen, warum das jetzt notwendig war. Ob da irgendein Fehldruck auf der Karte war und es wurde quasi neu bedruckt oder ob es einfach nur, so ist hier bei dieser Karte, dass sie so bedruckt wurde. Aber ich denke mal, im Spiel stört das dann nicht weiter. Ja, sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Hier hinten haben wir dann noch eine Variante der Karte, die dann nicht so beklebt ist, sehe ich gerade. Ist natürlich durchaus die Frage, ob das für eine andere Spielerzahl ist. Ach, hier sieht man 4 Spieler, genau. Die Seite ist für 4 Spieler. Und die Rückseite für 2 und 3 Spieler. Und hier wurde durchaus dann wahrscheinlich im Nachhinein noch was drüber geklebt, weil irgendwas vielleicht nicht ganz so war, wie es sein sollte. Aber finde ich immer gut, wenn es eine Karte gibt, die für unterschiedliche Spielerzahlen dann eben auch unterschiedliche Spielfelder hat. Ja, dann haben wir hier natürlich wieder einiges zum Auspöppeln. Relativ große Tableaus mit Möglichkeiten, etwas einzusetzen, was zu kaufen und Aktionen zu nehmen. Das werden sicherlich die Spielertableaus sein. Plus dann viele Marker, die dann entsprechend gesetzt werden für unterschiedliche Spieler. Geld haben wir natürlich dabei. Und wir haben auch die Kutschen dabei. Und die Kutschen sind dann sicherlich die, wo dann die einzelnen Personen drauf stehen. Und wir können dann diese Kutschen in irgendeiner Form nutzen, um dann wahrscheinlich Siegpunkte zu machen. Zumindest ist das erstmal, was man so sieht, da recht deutlich abgedruckt und das finde ich auch immer gut. Eine deutliche Kennzeichnung.
dasselbe eben nochmal für zwei weitere Spieler oder entsprechend Kutschen und Figuren. Ja, gibt halt unterschiedliche Arten von Personen, die man hier transportieren kann. Es gibt 80 Pioniere, na gut, 20 von jeder Farbe, also vier Farben, 20 Stück die Farbe. Und dann geht es hier nochmal weiter. Hier haben wir weitere Kutschen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Kutschen. Da sind teilweise nur zwei Plätze, hier sind fünf Plätze. Ob man die dann irgendwie füllen muss mit den verschiedenen Personen, um dann für die Siegpunkte zu bekommen, was natürlich bei sowas einfacher ist. Dafür gibt es dann aber auch weniger Siegpunkte. Das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass es genauso gedacht ist. Hier haben wir noch ein bisschen Gold, wie das aussieht. Oder das wird der Startspielermarker sein und noch Geld. Also auf jeden Fall optisch sehr schön und farbenfroh und etwas, auf das ich mich auf jeden Fall freue. Das war es auch schon. Ist aber auf jeden Fall gut. Wie gesagt, die Anleitung sieht recht übersichtlich aus, so dass ich davon ausgehe, dass das Spiel schnell auf den Tisch kommt. Pioneers von Queen Games, die Spiel 2017 Neuheit, aber ich schaue es mir natürlich auf jeden Fall nochmal an. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis zur Messe, bevor dann die nächsten neuen Spiele rauskommen. Das war's mit meinem Unboxing-Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.